Darf ich vorstellen, der kleinste Soldat der Welt. Und los. Ach, du filmst. Alter Dame. Die fetten Filme. So, Erik und Paula haben schon mal gescoutet. Ja, so schön die moosbewachsenen Steine aussahen. Sicherheit geht vor. Hier im Boden ist ganz viel Wurzelwerk und ich will keinen Wurzelbrand, deswegen mussten die jetzt für die Feuerstelle herhalten. Ich werde heute mal die Isomatte weglassen und mir ein Jägerbett bauen. Du Irrer. So. Ich gucke halt immer drauf, dass ich so wenig wie möglich Mini-Bäume habe ich. Und wirklich nur das reine Moos. Weil das ist Lebewesen. Patrick, welches Datum haben wir? Das kann ich dir gerade sagen. Wir haben den 15. Januar. 15. Januar. Also nur, dass ihr das ein bisschen hier einschätzen könnt. Patrick macht das mitten im Winter, da oben liegt noch Schnee. Genau, Temperaturen die Nacht werden vielleicht so auf 5 Grad. Minus 4! Minus 4? Minus 4! Heute Nacht minus 4? Ja, minus 4. Okay. Das ist ja nicht ganz so krass, weil wir haben ja hier noch einen Ofen. Ne? Letztlich denke ich, werde ich auch die Elefantenhaut dann erstmal runternehmen, dass es noch ein bisschen trocknet. Ja, zum Schluss. Bodenkälte kommt trotzdem ja nicht hoch, bei der Höhe vor allen Dingen am Bett. Ich habe dabei das Moos gedreht und die grünen Flächen nach innen gelegt, weil die oberste Teil oder die oberste Fläche natürlich schneller trocknet wie das Moos selber. Also alles was grün ist, hat ja ganz viel Wasseranteil. Jetzt ist es natürlich nicht so lang, also meine Füße würden dann quasi da hinten nach unten hängen, was aber ja kein Problem ist letztlich. Aufgrund dessen, dass ich meinen Schlafsack nie einsau, man könnte den natürlich auch gerne hier drauflegen, ne? Habe ich jetzt doch die Elefantenhaut noch draufgelegt. Einfach nur, wie schon gesagt, aufgrund des Dreckes halt oder Schmutzes, um den guten Down-Schlafsack nicht ganz so zu strapazieren. Genau. Robert hat Hunger, deswegen habe ich mal ein Feuerchen gemacht.
Hamburger hier was machen? Oder? Ja. Was ist das für Frischbein? Mein Mittagessen. Ich hab Hunger. So, Peter teilt das Essen aus. Oh ja, geht los. Ja, Mann. So. Danke, Peter. Bitteschön. So, Erik, jetzt erzähl mal, was passiert denn jetzt hier? Ja, wir gehen jetzt die Sterne angucken und dazu laufen wir ein paar Meter und wir machen unser Lager jetzt fertig, damit nichts passiert. Ja, Mann. Guten Morgen. Schaut euch mal die Farben an. Alles echt kalt hier, alles frostüberzogen. Wasser ist auch schon wieder gefroren. Erstmal Kaffee trinken. Patrick, möchtest du uns noch erzählen, wie deine Nacht auf dem Jägerbett war? Morgen. Ja, also bequem. Also ich habe gut und bequem geschlafen. Und warm? Warm, nicht ganz so. Also ich hatte unter den, unter meinen Nieren, beziehungsweise unter meinem Becken, wurde es kalt. Und da musste ich dann quasi meine Fließjacke, die ich jetzt hier anhabe, habe ich dann unten drunter geschoben, um dort ein bisschen Polster zu schaffen. Und ich bin aber ohne Socken auch rein in den Schlafsack und irgendwann in der Nacht wurden mir die Füße ganz sehr kalt und dort habe ich sie nicht mehr warm gekriegt. Ich glaube, das war der einzigste Kältekiller als solches, den ich dort hatte, wo ich halt quasi dann doch dann um 7 aufstehen musste. Das zählt als ausgeschlafen. Genau. Peter und ich gehen schon mal vor zu den Autos. Peter will noch ein paar schöne Aufnahmen machen. Mir ist langweilig, ich habe schon ewig zusammengepackt. Thank you.
schon geil, wie das alles aussieht. Ja, das war's dann wieder für diesmal. Ich danke euch und sage bis bald im Wald.